Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf dem Modus Ausbruch alle vier Elementare auf eure TOT Schockwelle Wunderwaffe draufpacken könnt. Und zwar braucht ihr hierfür erstmal die TOT Schockwelle natürlich. Die könnt ihr bekommen entweder durch Boss-Zombies, die droppen die, oder ihr macht die Missionsmaschine und kriegt dann bei einer legendären Herausforderung mit hoher Wahrscheinlichkeit die Wunderwaffe. Ich habe meine Wunderwaffe durch die Missionsmaschine bekommen, wie ihr seht. Und ich zeige euch direkt den ersten Aufsatz. Und zwar ist das auf der Karte Golova der Giftgasaufsatz. Und zwar befindet sich die Nova-Gasverbesserung hier oben auf dem Silo. Ihr müsst natürlich auch die Wunderwaffe in der Hand haben, sonst steht da, dass die erforderliche Waffe nicht verfügbar ist, beziehungsweise dass ihr die nicht habt. Wenn ihr dann die Wunderwaffe in die Hand nehmt, dann könnt ihr auch schon euren Aufsatz draufpacken. So, ich markiere euch das nochmal auf der Karte, beziehungsweise zeige euch es nochmal auf der Karte und danach gehen wir direkt zur nächsten Wunderwaffe, zur Elektrowaffe. Der Elektrobolzen befindet sich auf der Karte Duga und zwar in der Nähe vom Pekka Punch. Ich werde euch das Ganze jetzt auch nochmal auf der Karte einblenden, Leute, damit ihr auch genau seht, wo das ist. Dann habt ihr hier diese Kiste, dort interagiert ihr wieder mit eurer Wunderwaffe und könnt dann den Elektrobolzenaufsatz aufrüsten. So, wie ihr seht, ist das da beim Pekka Punch oben. Und ja, wir gehen weiter zum nächsten Aufsatz. Auf der Karte Ruka findet ihr dann den Feueraufsatz. Und zwar befindet der sich hier außerhalb der Karte. Ich zeige euch das nochmal auf der Karte, damit ihr das genau seht. Dort interagiert ihr wieder mit eurer Wunderwaffe und habt dann den Thermophaseaufsatz. Und wir gehen weiter zum letzten Aufsatz. Der letzte Aufsatz, und zwar der Frostaufsatz, befindet sich auf der Karte Alpin. Und hierfür müsst ihr ganz unten auf der Map zu dieser kleinen frostigen Stelle mit dieser Kiste interagieren, wieder mit der Wunderwaffe in der Hand natürlich, und ihr habt den Kryo-Aufsatz drauf. So, das Ganze zeige ich euch nochmal auf der Karte und dann werde ich mich auch von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch mit dem Video helfen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!